Ajo, was geht, Freunde? Ike am Start für euch. Herzlich willkommen zu einem erneuten Let's Play Projekt. Und heute, Freunde, fangen wir an mit einem Let's Play zu einem Spiel, was ich eigentlich schon mal Let's Playen wollte und es jetzt, sage ich mal, nochmal replaye, weil es beim ersten Anlauf leider nicht so funktioniert hat, wie ich es mir ja eigentlich gewünscht hätte, weil das Spiel immer ständig abgestürzt ist. Hoffentlich läuft das Ganze diesmal ein bisschen stabiler. Nämlich geht es heute um Cry of Fear, eines meiner persönlichen, wenn es jetzt um Indie-Spiele angeht, also wirklich von Indie-Entwicklern gemachte Games, ist es wirklich eines meiner absoluten Lieblingsgames. Das Spiel wurde von einem Typ namens, also der hat sein eigenes Entwicklerstudio, ein Team Psyche Scala, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und er hat damals Afraid of Monsters gemacht, das war sozusagen der Vorgänger von dem hier. Und Cry of Fear ist dann sozusagen der geistige Nachfolger und ist scheiße bekannt. Hat Gronkh gespielt, Sarazard gespielt, viele andere Let's Play haben das Spiel Let's Played und das Game ist halt wirklich sehr, sehr bekannt. Gibt es kostenlos in Steam, kann man sich einfach ziehen. Damals war es, sag ich mal, als Mod auf ModDB, heute kann man es einfach kostenlos aus dem Steam Store runterladen und ich würde sagen, wir starten direkt ein neues Spiel. Ich habe mega Bock auf das Game und wir spielen auf Medium, Digga. Wie gesagt, eines meiner persönlichen Favorites und ich finde das Spiel einfach mega krass. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Spiel und ich hoffe, dass es wirklich alles vernünftig klappt mit der Aufnahme. As long as I can remember, I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this: being lonely does things to you. Feeling shit, bitter, and angry all the time just eats away at you.
So, nun sind wir drin, okay. Läuft relativ flüssig. Man muss noch dazu sagen, der Typ, der das Spiel entwickelt hat, der ist auch. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel Poster von Joe and the Grudge, finde ich sehr cool. Auch ein super Film, vor allem mit Sarah Michelle Gellar gewesen. Der erste Teil. Und hier ein schönes Poster von Half-Life, auch ein super Spiel. Und ja, Digga. Der Bruder, der das Spiel übrigens entwickelt hat, der ist dann später auch zu Electronic Arts gewechselt und hat mit an Battlefield 3 entwickelt. Also das ist tatsächlich einer der Mitentwickler von DICE gewesen, der das Spiel gemacht hat. Und hat sich sozusagen durch Cryo 4 einen Platz bei ja, DICE sozusagen ja, eröffnet. Was ich auch sehr, sehr cool finde. Also ich gönne ihm das auf jeden Fall auch sehr. Dass er dann wirklich ja. Einfach bei DICE engagiert wurde, um mir mitzuentwickeln. Weil man merkt auf jeden Fall, der Junge hat auf jeden Fall Talent, was das Programmieren und Entwickeln und so weiter angeht. Also das Spiel war auch wirklich. Also wie gesagt, ist sehr, sehr stark. Leider hat es stark unter Bugs gelitten und unter starken Abstürzen, wo ich aber auch hoffe, dass das wirklich, ja, ich weiß nicht, jetzt kommt ein Hallöchen. Dass das, sage ich mal, relativ behoben wurde. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Es ist auf jeden Fall ein gutes, ja, fast, also über ein halbes Jahr her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich freue mich drauf. Weil es ist ein Spiel, Dicker. Es ist ein Spiel, das kannst du immer wieder durchspielen und es macht irgendwie immer wieder Bock. Es ist halt wirklich sehr geil. Vor allem, man merkt ja wirklich auch diese Silent Hill Vibes in dem Spiel. Es ist sozusagen eine Art Selfmade Silent Hill mit ein bisschen mehr Combat. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Weil du bist halt auch in so einer verlassenen Stadt, kein Schwanz ist da und es ist wirklich sehr gut gemacht. Also es ist wirklich sehr gut gemacht und auch Respekt an den Bruder, der das gemacht hat. Und das Ziel ist es im Endeffekt einfach nur nach Hause zu kommen. Und ja, Digga, so, und hier sind wir. Chapter 1, Lost in the City. Wir haben jetzt hier sozusagen unser Inventar. Du hast jetzt hier, sage ich mal, dein Handy. Das kannst du hier auf Slot 1 tun, das auf Slot 2. Hier hast du deine Notizen, die du später dann hast und so weiter und so fort. Also, where are you? Come home as soon as possible and it's getting dark. Genau. Wir müssen halt nach Hause. Unsere Mutter macht sich Sorgen. Ja, genau. Man kann Items mitnehmen, wie man Bock hat. Ja, die Tür, wenn man die öffnet, weiß auch nicht, wie man das macht, bekommt man bestimmte Waffen. Obwohl ich das Spiel einmal durchgespielt habe, ist die Tür irgendwie komischerweise immer noch zu. Ich weiß auch nicht warum. Hier ist ein Code, ist immer unterschiedlich. Und ja, Digga, ich möchte an sich nicht zu viel erklären über das Spiel, weil das ist ein Spiel, das sollte man auf jeden Fall selber, ja, mindestens einmal gespielt haben. Wie gesagt, wir spielen das Ganze hier auf dem PC. Das Game ist, wie gesagt, kostenlos. Hallöchen. Hat doch nicht wirklich hohe Anforderungen. Also das kann man wirklich auch mit einer, was weiß ich, mit einer GT 1030 ganz das Spiel spielen. Das ist wirklich, also das kann, das läuft auf jedem PC, auf jedem Laptop. Ich habe das früher sogar auf den alten Laptop von meiner Oma gezockt, das Game. Und das war auch kein Gaming-Laptop oder so. Das hatte sogar nur eine integrierte Grafikeinheit. Und lief auch wirklich flüssig. Also du kannst es, glaube ich, sogar mit einer GT 710 und so zocken. Das ist wirklich. Läuft auf jedem x-beliebigen Rechner das Spiel oder einem x-beliebigen Laptop. Und ist halt meiner Meinung nach wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Game. So, dann haben wir hier unten. Was? Confused User. Das ist der erste Teil des Codes. Und hier hinten müsste das Passwort sein. Unforgettable. Genau. Jetzt kannst du hier rein. Und ich finde die Atmosphäre, also wirklich, was der Entwickler geschafft hat, er hat so eine geile Atmosphäre hingezaubert mit der Stimmung und so weiter. Das ist halt wirklich, also unverfälscht. Wirklich fantastisch. So. Geil gemacht. So. Confused. User. Unforgettable. So, sehr schön. 6756. Hallöchen.
Das war der erste Kollege. Hallöle. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Also das meiste von dem Spiel kenne ich noch. Ich weiß es auch nicht mehr ganz alles. Wie gesagt, das letzte Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, das ist jetzt schon auch eine Zeit lang her. Aber es lohnt sich. Also das ist wie gesagt ein Game, das kannst du wirklich 10-mal durchspielen und du kannst dann auch einen 11-Durchlauf machen. Das ist wirklich, es ist ein tolles Spiel, meiner Meinung nach. Wirklich eines der besten Indie-Horror-Spiele, die so rausgekommen sind, meiner Meinung nach. Also der Bruder, der hat auf jeden Fall eine sehr starke Arbeit geleistet. So, und ich hoffe wirklich, dass das nicht so oft abstürzt. Wenn es ab und zu mal dazu kommt, dass es halt abschmiert, dann ist es halt so, aber wenn das oft passiert, ich hoffe wirklich nicht, weil irgendwann wird es mich halt sehr nerven. Aber ich versuche wirklich dieses Spiel dieses Mal wirklich auch durchzukriegen als Let's Play. So, 6, 7, 5, 6. Und wird auch nicht allzu lange gehen, also das Spiel ist wirklich relativ schnell durch. Oh. So, you can put up 3 items in your quick slot, das weiß ich. Dormant Batch. Ich weiß das. Oh shit. Ja, ja, das stimmt, das weiß ich. So, da ist ein Kollege gewesen, der es auf jeden Fall ein bisschen ernster meint. Look to the right. Mein Englisch ist mittlerweile schon relativ okay, also ich werde wahrscheinlich das meiste verstehen, was steht. So, genau, jetzt sieht man hier Suicide. Es war am 24. April 2020, also über ein Jahr her, kann man sagen, 1558. Ich werde auf jeden Fall den hier überschreiben. Also man hat gesehen, ich habe das Spiel erst, ja, also vor über einem Jahr habe ich es gespielt, schon länger als ein Jahr her, schon 1,5 Jahre, kann man schon sagen. Und jo. Ich wollte schon immer mal als Let's Play Projekt machen, aber deshalb mache ich das Ganze jetzt nochmal. Hätte schon damals kommen müssen, aber egal. Wir genießen es einfach, dass ich es halt nochmal, dass ich es nochmal spielen kann, weil ich es wirklich großartig finde. Ach du lieber Gott. Das ist Blut auf dem Boden, das stimmt. Ja, das ist auch eine Frage, wie du hergekommen bist, Bro. Hallöle! Du altes Peach-Kind, Alter. Alter, 7 Stiche. War ja klar, in dem Gebirge, dass du da kein Signal hast. Schon ist er weg, ist ja super. Hier haben wir eine Syringe. Jetzt kannst du dich hier sozusagen nach unten bewegen. So. Es geht. Ach du mieser Wichser. Mann, fick dich, Alter, Wahnsinn. Alter. Ja, bringt nichts, Junge. Scheiß drauf. Okay, warte, ich nehme mal hier kurz die Spritze. Schön reindrücken, man kennt's. Und 1 und 2 gemeinsam drücken. Ja. Und schon kannst du hoch. Auf Mittel ist das Ganze ein bisschen schwieriger, als jetzt so vielleicht oder so. Ich glaube, ich habe es auch vielleicht durchgespielt. Damals. So. Double Tap, ich weiß. Ja, hat er mich einmal erwischt, ist nicht schlimm. Dann hat er mich einmal erwischt und nicht irgendwie 100 Mal.
Ja, ist doch okay, Junge. Junge. Stirb, danke. So. Nein, nein. Gib mir die Syringe. Oh, der hat schon unten so Ritze und so. Seht ihr das? Dem Bruder geht's nicht gut. So, jetzt können wir das hier öffnen. Öffnet sich jetzt hier rechts. Das Ding. Und schon können wir hindurch. So, help me, please help. They are coming. I'm inside the apartment. Sorry. So, jetzt pass auf. Das Ganze hier ist jetzt so gemacht, dass das, sage ich mal, ja, so Jump'n'Run-mäßig ist. Also erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl. Später werden noch ein, zwei Jump'n'Run-Passagen kommen. An der Zeit, also die am Anfang haben die mich übertrieben abgefuckt, wirklich, aber. So, aber wenn man ein bisschen geübt ist mit der Maus und Tastatur, obwohl ich an sich auf Maus, also auf PC jetzt mit Maus und Tastatur jetzt nicht so viel zocke, bin ich ehrlich. Mehr mit Controller, aber geht eigentlich. Ja, Mann. Und ich wusste, so ein Apartment, da kriegst du direkt so dieses Silent Hill 2 Feelings, aber halt in dieser Cry of 4 Form. Ich finde, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, diese Stimmung so vernünftig zu machen, weil das ist, also Stimmung ist meiner Meinung nach in einem Video Horrorspiel sehr wichtig. So. My secret on three little kids playing in the park, said the first kid, let's go home before it gets dark. The first two went on their merry way home. The third stayed playing all alone. Come here, little child, come to me. The bushes whispered softly. They say curiosity killed the cat. Curiosity ist sozusagen eine Art Neugier. Und Neugier ist der Katze tot. Ja, was hat wahrscheinlich irgendwas mit einem ekelhaften Pädophilen zu tun, der gerne Kinder fickt? Oder gerne Kinder tötet? Atari. Ja, das ist so dieses typische OG-Videospielzimmer. Von früher noch. Ah, diese kleinen Mongo-Kinder. An die kann ich mich noch erinnern. An die kann ich mich noch erinnern. So, wir speichern hier mal. Wie gesagt, man weiß nie, wann es abstürzt. Am Anfang war es, glaube ich, nicht so oft der Fall, aber später dann hat es mich wirklich genervt. Mal gucken, ich nehme es jetzt gerade mit OBS auf, aber wenn es mich zu sehr stört, dann kann ich auch auf Shadow wechseln. Das geht ja auch relativ gut. Syringe. So, die ist zu. Ist auch zu. Die ist offen. Oh, was geht, Bro? So, hat er mich noch einmal erwischt, das ist okay. Hier kannst du nicht rein, hier kannst du nicht rein. Hier geht's aber rein. Oh ne. Head and Show, das wäre lange, wie ich das nicht mal gesehen, Digga. Gibt's die Marke noch, Alter? Those little kiddies are so cute. They look so lovely. I just want to touch them. But then those parents come. That's why I have to kill them. Also wir haben auf jeden Fall hier, das ist auch der Videorekord, den wir dann später brauchen werden. Also wir haben hier auf jeden Fall, wir haben es hier auf jeden Fall hier mit einem ekelhaften Serienkiller zu tun. Hier sieht man auch die Bilder zum Beispiel. Really old. Oder hier, can't remember. Besser can't remember. Das dritte. Come and play. Also teilweise auch sehr, sehr verstörende Bilder, muss man sagen, von, ja, getöteten Kindern. Ich finde, hat er, wie gesagt, sehr gut gemacht. Er hat das gut dargestellt. Dass einer, der gerne halt kleine Kinder umbringt,
Sowas Ekelhaftes macht, ach du lieber Gott. Oh, der Ekel auf der Spieß, Junge. So, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Genau, der ist für hier. So, Alter, oh, nicht schon wieder. Oh, ne. Alter. Ein Kind in einem Müllsack, Alter. Scheiße. Okay, ich hab noch eine. Ja, auf normal ist es ein bisschen härter. Einfach weil die Wichser mehr schlucken. Noch eins. Oh Gott. So, hier ist nochmal eine Syringe. Sehr schön. So. Und hier haben wir auch gleich die Knarre. Unsere Glock. Mit der macht's, das Ganze macht's mit der Glock, hier sag ich mal, ein bisschen einfacher. Sehr schön. Lässt auch direkt hier ein Schlüssel fallen. Zippidippi. Und das Geile ist. Ja, man, die Nachnation absolut geil. Das hat er wirklich auch realistisch gemacht. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schuss abgebe und nachlade, vergeht das komplette Magazin. Das bedeutet, 14 Schüsse sind für die Katze. Das bedeutet, man sollte lieber zuerst das komplette Magazin leer schießen, bevor man die Pistole nachlädt, weil man damit sehr, sehr viele Schüsse verschwendet. Das finde ich sehr gut. Hat er wirklich auch sehr, sehr realistisch gemacht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich würde in dem Spiel sogar, Digga, ich würde mich sogar freuen, davon ein Teil 2 zu sehen. Zeig ich dir, was ist so ein Sequel zu Cry of Fear, so ein Cry of Fear 2. Hätte ich schon Bock drauf. So, das ist, glaube ich, von hier nicht gekommen. Hätte ich wirklich, sag ich dir, was ist, hätte ich Bock drauf, Digga. Würde ich auch direkt spielen. Genauso in der Form, einfach mit einem anderen Hauptcharakter, in einer anderen Stadt zum Beispiel. Wo du so andere Locations hast und so. Das wäre schon, also ich sag dir ganz ehrlich. Okay, muss ich nicht mehr durch. Das heißt, irgendwo außen muss eine Tür gewesen sein. Oder warte, ich guck nochmal ganz kurz. Wie gesagt, ich habe das Spiel auch lange nicht mehr gespielt, Digga. Hall Key, genau. Hier vorne. Siehst du? Dachte ich mir schon. Aber das Spiel, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt, deshalb. Ekelhaft und Wichskinder, Alter, sehen aus wie Michael Jackson. So. Du und Bach, das ist der Ausgang. Wir müssen sogar später, einmal im Spiel sogar, hier nochmal zurückkommen. Das wird auch spannend, Digga, wenn wir hier nochmal zurückkommen müssen. Das wird auch richtig lustig. Geil. Geil, geil, geil. So. Geh pissen, du Hurensohn. Na, hier ist ein Hoodie. Als C-Hoodie. Dann haben wir hier nochmal eine Syringe, sehr schön. Und hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. So. Door One Badge. Nein. Du Pissvieh. Ich gebe mir nochmal eine Spritze. So, jetzt lade ich kurz die Knarre nach. Und jetzt wieder so. Okay, warte mal von hier. K
kann ich auch raus. Okay, unten kann ich rein, das weiß ich. Hier geht's, glaube ich, nicht. Aber unten geht's, aber da, ich brauche erstmal einen Schlüssel dafür. Aber ich kann zuerst mit dem Fahrstuhl. So war's. Hat doch alles wirklich gut durchdacht. Also es ist wirklich alles sehr gut durchdacht. So, und somit sind wir jetzt auch hier draußen. Und D-Type 4, this one was a good one, very nice to kill, easy to cut with my knife, like to cut food. Alter, ey. In here, scheiße, hier sieht man auch die Blutspuren. Also man hat wirklich so, man merkt auf jeden Fall, der Bruder hat sich sehr stark von Silent inspirieren lassen, was ich aber auch gut finde. Er hat sich genau an dem Spiel inspirieren lassen, was eigentlich so mit am horrormäßigsten ist. Das war dieser Mörder, also der hat diese ganzen Kinder getötet und so. Der hat sich aber selber umgebracht. Scheiße. Wir brauchen aber dafür ein Seil. Und das Gute ist, das Seil ist bei der Pissziege hier, Alter. Jetzt erstmal nochmal zwei Magazine, was ich sehr gut finde. Ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Was auch wirklich gut ist. Ich finde, wenn man das Spiel auf normalen spielt, da kommt wirklich dieser Survival Horror so wirklich nach vorne. So. Und schon können wir nach unten climben. Hier ist nochmal ein Magazin. Sehr stark. Da haben wir dieses Fickvieh, Alter. Besiegt das. Oh, guck mal, Coca-Cola, Digga. Bin ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von Cola. Aber ab und zu kann man es trinken. Also ich trinke schon ab und zu gerne. Vor allem, wenn ich jetzt, sage ich mal, müde bin. Und das ist auch nochmal ein Magazin. Gerade kein Energy zur Hand habe, dann trinke ich schon mal gerne eine Cola. So. Zack, zack, ab. Man macht es gern gemütlich. Hier kannst du nochmal rein. Hier ist auch. Achso, das war dieses Zimmer, okay. So, ich habe jetzt hier den Basement Key. Okay, Bro. Jetzt zum Beispiel ist das Ding. Okay. Da muss ich jetzt irgendwie anders rein. Wo war die Tür nochmal? Hier und dann runter. Alter, was zur Hölle? Scheiße, Junge. Geh mir doch nicht auf den Gollumfisch. So. Doron Batsch, Pichko Padres. Alles cool. Jetzt hier. Hier ist gar nicht mehr. So, vier Schüsse. Okay, es geht ja noch. Man sollte, wie gesagt, keinen veraimen. Weil die Kugeln hier. Ja, sieht man jetzt zum Beispiel. Hier ist jetzt gleicher Raum mit den Dingern, aber halt leicht anders. Scheiße, Digga. Pissvieh, Junge.
So. Okay, hier gehst du nochmal rein. Ich glaube, es ist aber nichts mehr, ne? Ne, das müssen wir uns auch merken. Das ist hier ganz wichtig. Der Rekorder. Den werden wir später brauchen. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Genau, wegen der Tür werden wir später nochmal kommen müssen. Weil wir dort noch etwas finden würden. Genau, hier haben wir nochmal ein Magazin. Hier kannst du ja nicht rein. Hier kannst du aber. Ich glaube, das war die Tür. Ne, das war sie nicht. Das war sie nicht. Jetzt gleich müsste irgendwo unten eine Tür sein. Genau, von da kommen wir gerade. Nur mal alles kurz abchecken. Michael Hurensohn, Digga. So, hier war es, glaube ich. Genau. Da haben schon die kleinen Pixelfehlerchen. Ich glaube, das war der Raum mit dem Hoodie. Langsam ist schon alles unter Wasser hier. Nichts gut, genau hier war es. Und jetzt kannst du sozusagen von dem Bereich, kannst du hier runter. Jetzt kannst du hier speichern. Und jetzt kannst du... Genau, jetzt brauchst du hier dafür einen Schlüssel. Jetzt kannst du hier rein. Siehste, Junge, Alcatraz, so weiß. Perfekt. Oh, an das Vieh, Digga. Das ist wirklich... Also, der hat wirklich eine Mischung gemacht aus Halloween, The Grudge hat er sich orientiert. Pissfee! Absolutes Drecksvieh, Digga. Weißt du damals, wie Angst ich davor hatte? Ich schwör's dir. Das war nicht lustig. Die macht richtig Paranoia, okay? Die ist tot. Aber... Alter. Noch eine? Digga. Warum zwei? Ja, und? Genau, siehst du? Jetzt hast du hier... dieses Band. Jetzt nochmal eine Syringe. Sehr stark. Genau, die ist jetzt wieder offen. Perfekt, da können wir jetzt hier wieder abspeichern. Gut, da ist denn somit haben wir jetzt die Möglichkeit, dieses Band abzuspielen. Ist mir egal, ich laufe einfach. Ich laufe einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das jetzt war. Das war dieser eine Raum hier links, glaube ich. Genau. Nein! Alter. Ey, ich dachte, mich hier wird's jetzt erwischen. Junge. Tu mir das doch echt nicht an, ey. So, kurz nachladen, die Scheiße. So, genau. Zack, zack, ab. Jetzt kannst du das hier abspielen. Das war der Bruder, den wir in der Badewanne gefunden haben. Und irgendwie erinnert er mich
Von der Fresse an einen Kumpel von mir, ich weiß aber nicht wen. Der arme Junge, erstmal mit der Schere, Digga, den Kopf abjagt. So, und der Code ist 6749. Den müssen wir uns merken. Ah, echt so der Kopf. So. Jetzt gehen wir zurück. Und ab nach oben. So, zack, zerab. 6749. Und der Fahrstuhl kommt. Und man merkt, wenn man halt weiß, wo man suchen muss, dann gehen die Sachen relativ zügig. So, Junge. Ja, das sieht aus wie der Höllenort. Das ist sozusagen die Paralleluniversum, das Parallelwäldchen. Wenn man es so sehen möchte. So. Danke, danke, danke für die ganzen Magazine. Die werden wir übrigens auch alle brauchen. Ich sage euch auch warum. Weil das jetzt der Kollege, der Bruder, der jetzt kommt, der hat's in sich. Der Bruder hat's wirklich in sich. Der hat's in sich, Alter. Habe ich gesagt, dass das in sich hat? Der hat's in sich. Der erste richtige Endboss, kann man so sagen. Pinhead, Alter. So, das meine ich, Jungs. Der Bruder hat's in sich, Digga. Ja, Digga. Der hat schon gut geschluckt. Muss man so sagen. Der hat gut geschluckt. Who's that? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait. Why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Der dämliche Wichser, Alter. Chapter 2, who is that doctor? Ja, das ist eine gute Frage. So, wir haben nur noch ein Magazin, Jungs.
Wird langsam ein bisschen eng. Aber okay, wir haben aber noch 20 Minuten circa. Dann würde ich sagen, wir spielen noch ein bisschen. Ach, eine Kugel für den gereicht schon. Egal. Okay, die schlucken nicht so viel. Jetzt musst du gucken, Alter, wo du bleibst mit dem Magazin. Das ist halt wirklich... Also manchmal klappt eine Kugel, manchmal brauchen die drei. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Was zur Hölle? Okay. Ja, wie gesagt, ab und zu sind halt ein paar Bugs. Ja, zum Beispiel, dass du hier gerade nicht rüber konntest. So, ich weiß, glaube ich, dass hier irgendwo entweder eine Syringe oder, na, sonst nichts. Ich dachte, da wäre irgendwie irgendwas drin. So, Junge. Hier vielleicht? Als ob hier nichts ist? Ein Magazin oder so? Das wäre doch was Schönes. Hä? Jetzt bin ich wieder hier, ich Depp, Alter. Obwohl, warte mal kurz. Nee, nee, ich bin schon risch. Ich bin schon risch. Alter, hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab, Junge, so wie ich hier rein und raus spaziere die ganze Zeit. So, da sind ja die Bus. Ey, ihr Hurensohn, Alter. So, jetzt haben wir hier. Das droppen wir mal. Jetzt nehme ich mir das hier. Messer brauchst du nie. Ein Polizeiknüppel. Okay. 543214. Was mach ich da? Ja, nicht say, Alter. Also, wie kann ich das Handy jetzt abrufen? Oder? 543. War wirklich so? Ach ne, warte, ich Idiot. Wahrscheinlich so und jetzt? Ja, okay. Das gute alte... Boah, Alter. War das Nokia oder Sony? Ja. Super Knarre ist leer. Läuft. Okay, warte mal kurz. 2. Okay, 2, 7. Ah, 5, 2, 4, 7. Okay, Junge. Oh, daran kann ich mich noch erinnern. Das war schlimm. Das war schlimm. Hier laufe ich mal mit der Taschenlampe rum, weil mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht. Ist aber nur eine Illusion, Jungs. Ich frage mich immer, was das für ein Raum ist. Ah, da gibt's einen Bruder. Nee, nee, ist nicht ganz die Situation. Da gab's einen Bruder, der hat's ernst gemeint. Das weiß ich. Da gab's einen Bruder, der hat's richtig ernst gemeint. So. Und ich sage euch ganz ehrlich, Jungs, best Taktik hier.
Ja. Nicht lange, weil die Kollegen schlucken schon einiges. Einfach verpissen. Oh, Junge. Ach, verpiss dich, du Hurensohn. Sehr stark. Komm, geh da rüber. Beste, was du machen kannst, einfach abhauen. Wenn du keine Munition hast. Weil die Brüder schlucken schon einiges, Alter. 6 Schläge. Ja gut, der Schlagstock ist halt stärker als der Dings, aber trotzdem. Musst du dir nicht geben. Leck mich, Digga. Ich verpiss mich. Ich verpiss mich, Junge. Gar kein Bock. Sag ich dir, was es ist. Mhm. Genau, so. Warte, ich schau mich mal hier nochmal um. Vielleicht ist hier das eine oder andere Magazinchen irgendwo übrig gelassen worden. Wir bräuchten so langsam. Da kommen wir. Wirklich die eine oder andere Patrone. Weil sonst sieht es hier für uns auch wirklich. Ja, sehr, sehr bitter aus. So. Okay, der Schlag. Okay, der Nightstick ist viel, viel besser. Ah, Gott sei Dank. So, nachladen. Zack, zack. Und Dingensen. Sehr stark. Alter, schluck doch nicht. Schluck doch nicht so viel, Bruder. The door is locked. Hier brauche ich einen Code. Läuft aber sehr gut bis jetzt. Also kein einziges Mal abgestürzt, Gott sei Dank. Der Code war irgendwas mit. ...279 irgendwas. Was da jetzt genau drin steht, ist mir eigentlich auch scheißegal. ...2795, perfekt, dann haben wir das. Da ist hier auch noch irgendwas. Hier ist, was ist hier? Als ob hier nichts ist, willst du mich verarschen? Ah doch, Magazin, ich wollte gerade sagen, Alter. So. Du Peach. Oh ne, ne. So. Danke. Scheiße, Digga. Ah. Ich habe eine Box of Wolf 9 Shells. So, kurz nachladen. Sehr stark. Da hat der Bruder endlich eine Shotgun, Digga. Hier haben wir ein Feuerzeug. Hier ist nichts mehr. Okay. Das war auch dieses eine Coverbild da. Bevor das Spiel startet, gab es diesen einen Screenshot, wo der Bruder sich die Hirne weggeballert hat mit der Schrotflinte. Das ist genau diese Stelle gewesen.
So. Scheiße, Bro. Holy moly. The door is locked. Genau, wir brauchen hier auf jeden Fall ein Dingens. Du weißt, dass du hier rein kannst. Und dann den hier machen kannst. So. Jetzt ist das, was da hinten war, auch abgebrannt. Jetzt kannst du easy hier den Schlüssel mitnehmen. Um dann hier was. So. Perfekt. Dann speichern wir hier. So, ein paar Minuten haben wir noch. Holy shit. Ja, Digga. Der Küsing hier, Alter. So. Lockst du ihn hier, ja? Jetzt hier hoch. Sehr schön. Was? So, komm her, Bro. Jawohl. Easy. Jesse! Oh Gott, I need something to cut it out. So, ich sag mal so, das Messer hätte nicht funktioniert. Weil wir ja zu einfach geworden. Deshalb brauchen wir was anderes. Eine Syringe, sehr schön. So, Umkleidekabine also. Hier kannst du rein. Genau das brauchst du. Du brauchst eine Saw, eine Säge. Du Fotze, Junge. Alter, okay, wir haben 5 Spritzen. Das ist relativ in Ordnung. So. Noch ein bisschen was in der Shotgun drin. Und zwar sieben wir die Fotzen, wenn die Wagen uns nochmal. Genau, warte mal kurz. So, dann schneiden wir hier den Bruder erstmal schön auf. Ja, Digga, schön durch die Fettwampe. Rusty Key, boah. Das ist halt einfach kein Mensch, Digga, ist das Ding. He locked the door. Okay, für die Tür ist es nicht gewesen. Aber für die ist es gewesen. So, ich speichere hier vorsichtshalber mal ab. Und jetzt gehen wir hindurch, weil ich glaube, ich weiß, was kommt. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal ein Dings. Ja, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. What do you think? Magst du das?
Du weißt gar nichts. Wenn du nur verstehen würdest. Ich wollte das nie. So. Jetzt, ich nehme einfach mal die Spritze direkt in die Hand. I just want you to die. Oh Gottes Willen. So. Wo war die Scheiße? Jawohl. Wir haben es geschafft. Alter Schwede, Junge. Das ist sozusagen noch in unserer Paralyse. Wir sind halt immer noch gefickt und wir sind jetzt sozusagen gerade in einer Art Albtraum. What was that? Hallucinations? Nein. Am I going insane? Shit. Das erlebt er halt nicht wirklich, das ist alles ein Albtraum. I need to get some help or just leave. Yeah, your chapter 3, the city is not safe. Oh, the soundtrack, Junge. Geil. Ich frage mich, ob das selbst komponiert ist. Aber es ist ja so stimmig gemacht. Ist so stimmig gemacht. So, Junge. Okay. Ist eine Syringe, und da würde ich sagen, ich speichere hier mal ab. Und dann würde ich mich auch, ja, von euch verabschieden für die erste Folge in Cryo 4. War eigentlich schon wirklich relativ, also wir kamen wirklich in dieser einen Stunde schon sehr, sehr weit. In einem Cyberpunk wäre das zum Beispiel nichts gewesen, eine Stunde dabei. Eine Stunde in Cryo 4 ist schon ein guter Fortschritt. Ist geil, ist stimmig, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Jungs, wenn es wieder ist. Let's play Cryo 4 in der zweiten Folge. Bis dann, checkt die Meats und fischt die Zwiebeln. Und haut rein.